Kannst du mal deine Katze durch YouTube Deutschland fliegen lassen? Ja, okay, das wird zwar ein bisschen aufwendiger, weil Katzen einfach nicht stillhalten können, aber ich schau mal, was geht. Es wackelt so übelst rum, weil er irgendwo in Bulgarien auf... Gott hat einen Engel geschickt. Oh, das ist befriedigend. Ich hab was auf der Schulter. Was geht ab, Elite? Zeus hier! Ja, ich heiße euch wieder mal herzlich willkommen zu Talkin' Comments. Talkin' Comments? Was ist Talkin' Comments? Naja, das ist halt das Format, bei dem ihr mir Fragen auf Twitter stellen könnt und ich beantworte die einfach mal schnell. Das können natürlich super spannende Fragen sein, bis hin zu... Was ist deine Körbchengröße, beziehungsweise deine Schwanzlänge? Peniswitze sind lustig, Peniswitze machen Spaß. Das ist Qualitätscontent. Ja, aber ihr merkt schon, das wird wieder eine ordentliche Folge, deswegen lehnt euch zurück, genießt einfach diese Folge, wir legen jetzt los. Auf geht's! Wann ziehst du nach Madeira und machst du dann oberkörperfreie Videos? Mundgesicht, ich empfinde das langsam wirklich als sexuelle Belästigung. Finde ich gut. Nee, aber ich bin wirklich nur für 2 Wochen auf Madeira, ich zieh da nicht wirklich hin. Mein Herz schlägt weiterhin für Bayern. Jawohl! Was sagst du dazu, dass manche trotz den Sahara-Temperaturen in Griechenland, den Waldbränden in der Türkei und den Überschwemmungen trotzdem den Klimawandel leugnen? Nein, es gibt immer welche, die sagen, dass der Klimawandel was Natürliches ist und das ist er ja auch, bloß halt eben nicht in dieser beschleunigten Form. Daran ist der Mensch eben schon schuld. Und ich habe keine Ahnung, was passieren muss, dass man da mal, ja, einfach mal den Experten glaubt. Na Leute, das ist ganz normal hier, es hat schon sehr oft in Deutschland gegeben. Oder Herr Laschet, hat das was mit dem Klimawandel zu tun? Das hat doch damit nichts zu tun. Eben, wenigstens noch einer, der hier vernünftig bleibt. Wollte eigentlich mal Danke sagen, bin seit 5 Jahren dabei und deine Entwicklung ist Wahnsinn. Vielen Dank dafür, dass du mich zum Lachen bringst, wenn es mir mal schlecht geht. Danke. Boah, Alter, 5 Jahre schon, das ist aber schon wirklich extrem lang. Aber du hast nicht jedes Video geschaut, oder? Weil das wäre schon... Ja, das wären etliche Stunden. Für mich ist es manchmal total surreal, wenn ich so 4, 5 Jahre lang zurückgehe und mir die Videos von damals anschaue. Weil es sind zwar eigentlich nur 5 Jahre, also nicht unbedingt super viel, aber damals war die Welt ja völlig anders. Also andere Probleme im Gegensatz zu heute. Aber natürlich war auch ich, ja, in gewissen Punkten ein anderer Mensch. Und an der Stelle ganz kurz, es gibt tatsächlich jetzt einen Zeo-Elite-Shaker. Ja, genau, das ist er, mein eigener Shaker. Vom Design ist der super schlicht gehalten, weil, ja, keine Ahnung, ich mag das einfach so. Der ist limitiert auf ein paar 100 Stück. Ich hoffe, das wird reichen. Ist immer schwer, sowas einzuschätzen. Aber im Zuge dessen gibt es auch passend zu meinem How-to-Be-Format jetzt auch die Bundles How-to-Focus, How-to-Chill und How-to-Survive. Ich find's irgendwie voll cool, dass es jetzt so im Shop so eine kleine Zeo-Abteilung gibt. Deswegen gehen hier mal ein Dankeschön auch an Just Legends raus. Falls ihr mich unterstützen wollt, alle Bundles sind natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Aber ich pin's auch in den Kommentaren mit an. Nicht vergessen, der Code CEOSIDE. Den gibt's immer noch. Damit bekommt ihr weiter natürlich 15% Rabatt auf fast alles. Außer Tiernahrung, Neschmann. Wenn ein Drittel 33,3333% sind, dann können 3 Drittel faktisch niemals 100% sein. Gutes Dreifache von dem hier nähert sich aber auch wirklich extrem nah an den 100 an. Also ist es ja fast. Aber halt nie genau 100, ne? Deswegen. Und jetzt kommt die Facebook-Time. Nee, warte, es heißt doch Insta-Time. Ja, gute Idee. Jetzt ist passiert. Ja, gute Idee. Die hauen wir jetzt raus. Insta-Time. So, ich stelle jetzt auf Instagram in einer Story eine kleine Frage und später im Video schauen wir dann, was da für Antworten zurückkommen. Es wird nice. Hey Leute, was gab's? Zeus hier. Willkommen zu Insta-Time. Jetzt mal reinschreiben in die Kommentare, welches von meinen Meme-Einspielern findet ihr am lustigsten. Völlig egal, welche, die ich selber gebaut habe oder einfach welche, die ich oft benutze. Mal gucken, was am meisten genannt wird. Bin sehr gespannt. Würde ich sagen, sieht man sich schon morgen und bis dann. Auf welches deiner Videos bist du eigentlich besonders stolz, dass es gut geworden ist? Würde mich halt echt interessieren, ob du selbst einen eigenen Favoriten hast. Normalerweise würde ich sagen, ganz klar, einer meiner Spielfilme. Aber ich beziehe jetzt die Frage einfach mal am besten auf die Videos von den letzten 1 bis 2 Monaten. Und da war es ganz klar die Chill in the Basics-Folge mit LGBTQEA+. Weil ich finde, das Thema ist oft sehr emotional geladen, auch verständlich natürlich. Und da entstehen eher Streitgespräche als irgendwas Konstruktives. Und deswegen fand ich es einfach so schön, dass man mal so eine Fantasiediskussion irgendwie erschaffen kann zwischen einem konservativen und eher einen linksorientierten Menschen, die eben nicht auf kompletten Streit und nicht ausreden lassen fußt, sondern dass in dem bei sogar noch was rumkommt und zwischen Sepp und Alois einfach so eine, sag jetzt mal, wie so eine ganz neue Art von Freundschaft entsteht. Also ich bin ja zum Beispiel asexuell, ist das okay für dich? Alois, es ist nicht nur okay für mich, es ist mir wirklich scheißegal. Solange du mir regelmäßig ein Bier in die Hand drückst, dann wir beide Freunde bis an mein Lebensende, schwör ich dir. Und wenn irgendeiner da draußen der Meinung ist, dass du falsch liebst, dann kannst du so einen Fick auf dem geben, weil du bist für mich als Mensch einfach der Oberhammer. Alter, ich weiß gar nicht, warum mich das gerade so krass berührt. Also ich bin komischerweise gerade kurz zu weinen. Dass eine Diskussion einfach so toll und friedlich und so verliebt fast sogar schon endet, das ist schon was sehr Tolles und sowas vermisst sich eigentlich schon in der echten Welt. Ist es intolerant gegen Intoleranz zu sein? Beispiel Isam. Nein, das ist es ganz klar nicht. Das Toleranzparadoxon sagt halt eben, dass man alles tolerieren muss als tolerante Gesellschaft, außer die Intoleranz selbst. Weil würde man auch das tolerieren, dann hat man keine tolerante Gesellschaft mehr und das wollen wir ja nicht. Das Problem, was man als große Gruppe halt eben hat, ist, wo fängt Toleranz an
und wo hört Intoleranz auf? Nee, andersrum. Wo hört Intoleranz auf und wo fängt Toleranz an? Islam hat jetzt die Behauptung aufgestellt, dass man als Muslim auf keinen Fall LGBTQIA+ unterstützen darf. Im Nachtrag sogar nochmal speziell auf die sexuellen Handlungen bezogen, was eigentlich komisch ist, weil ich finde, was irgendwer privat macht, kann ja mir scheißegal sein. Der große Aufreger war dann aber, dass er die Sünde von LGBTQIA mit der Sünde Mord gleichsetzt. Doch die Handlungen eines Homosexuellen, Transsexuellen und so weiter sind im Islam mindestens genauso schlimm wie das Töten eines Menschen. Und das ist die Frage, muss man als tolerante Gesellschaft eine Religion tolerieren? Natürlich. Aber was ist, wenn die intolerante Regeln hat? Beziehungsweise sollte sich jede Religion, also auch Christentum und so weiter, nicht irgendwie auch mal der modernen Welt anpassen, weil es ist halt nicht mehr alles so wie vor 1000 Jahren. Allerdings sagt Islam dann auch noch das hier. Trotzdem müssen wir die Menschen immer respektieren. Und das ist schon verwirrend, weil du bist für mich so ein krasser Sünder wie ein Mörder und von daher kann ich dich nicht unterstützen, aber ich respektiere dich total, ohne Scheiß. Ist für mich persönlich ein Widerspruch, aber egal. Kannst du genauso gut springen wie Mickey bei Teammates? So, da lübt er schon. Oh, das war's überaus gelungen. Exorbitant hoch. Ich kenne da einen Clip, der sieht wirklich ganz ähnlich aus. Aber hey, wenigstens hat Monte noch einen ordentlich rausgezündet. Gib den Boden, gib den Boden. Der Profi, Digga! Ich habe mich ja vor kurzem impfen lassen und obwohl ich bei BioNTech echt ein gutes Gefühl hatte, haben die Wahrscheinlichkeiten der Nebenwirkungen mich trotzdem nicht ganz sorglos gelassen. Irgendwelche Tipps? Da habe ich hier für dich eine supergeile Grafik zur Impfung selbst. Man sieht hier die ungeimpfte Bevölkerung im Vergleich zu einer geimpften. Die roten Bereiche sind die schweren Verläufe, der gelbe Bereich ist die Todesrate. Man braucht hier offensichtlich noch eine Lupe, um die Todesrate zu sehen. Also ja, Corona ist kein Killer-Virus, aber man kann das Problem noch eindämmen. Von daher, ja, man kann sich noch mit dem Coronavirus anstecken, wenn man geimpft ist, aber halt eben deutlich weniger. Ja, man kann noch schwere Verläufe bekommen oder sogar dran sterben, aber halt eben deutlich unwahrscheinlicher. Und wie man jetzt in England gut sehen kann, bekommen die den Virus sogar ohne Lockdown recht gut gebacken. Die Zahlen gehen da momentan sogar wieder runter, weil der Virus scheinbar keinen Wirt mehr findet. Scheinbar sind dort eben sehr viele genesen oder geimpft, also hoffen wir, dass es bei uns dann genauso passieren wird. Ach so, und wegen schweren Nebenwirkungen bei Impfungen, bei BioNTech ist es ja auch 1 zu 100.000, soweit ich weiß. Wobei schwere Nebenwirkungen nicht sofort gleich tot bedeutet. Du bekommst ja ganz genau gesagt, welche Nebenwirkungen zu erwarten sind. Sollte was anderes auftreten, dann einfach am besten sofort zum Arzt gehen. Weil es gab ja eben bei diesen seltenen Fällen halt eben schon welche, die einfach nichts gemacht haben. Weltweit wurden mittlerweile über 3 Milliarden Impfungen durchgeführt. Alle Daten werden gesammelt und ausgewertet. Ich weiß nicht, ob es so eine Datenmenge auf so vielen Menschen schon mal jemals gab. Also ich glaube, da kann man schon recht beruhigt rangehen. Okidoki. Fange dir nächstes Mal ein Abi an und habe Tourette und dadurch seither Probleme. Aber durch deine Videos bekomme ich dann immer Motivation weiterzumachen. Danke dafür und auf viele weitere Jahre gute Videos. Ich glaube, Tourette wird in unserer Gesellschaft manchmal ein bisschen zu lustig und nicht so schlimm wahrgenommen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es im Alltag echt viele Probleme dadurch gibt. Von daher wünsche ich dir super viel Kraft für deine Zukunft und ich hoffe, du schaffst das alles. Und ja, ich hoffe auch auf viele weitere Jahre, in denen ich hier meine Videos machen kann, weil ich bin wirklich super froh, dass ich das hier ausleben kann und ich hoffe auch, dass ich das noch, ja, ein paar Jährchen machen darf. Hallo, hier ist die InstaTime. Willst du mich auflösen? Ja, besser ist es, bevor es hier zu schnulzig wird, oder? So, die Frage war ja, welches meiner Meme-Einspieler findet ihr am lustigsten? Mal schauen, was da so am häufigsten genannt worden ist. Was ich jetzt ein paar Mal gelesen habe, aber nicht allzu häufig, ist einmal das, ein Bier. Drei Worte. Ein Bier. Ich glaube, das ist auch eher mein Humor, das finden viele gar nicht mal so lustig. Auf Platz 3, was ich auch noch sehr oft lese, ist das 6,50-Euro-Ding. 6,50 €? Hurra! Ich habe jetzt nicht genau gezählt, aber von meinem Gefühl her würde ich sagen, Platz 2 ist dieser hier. Was auch irgendwie zu erwarten war. Und zwei Einspieler teilen sich den ersten Platz, würde ich sagen, weil ich kann ja wirklich nicht rauserkennen, was öfter ist. Es ist schon sehr, sehr stark 50-50. Nämlich einmal der Klassiker, der schon etliche Jahre alt ist. Ja! Und natürlich der hier, der sogar recht neu ist. Ich bin scheiße! Wie immer geht hier jetzt ein Dankeschön raus an alle Kanalmitglieder. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung, ist wirklich super geil. Super geil. Und ein besonderer Dank geht raus an Surflauschig, an Ceolino, an Cookie Island, an Drü, an Fabian, an Jona, an Exodus, Zinizo und Maestro für stark unterstützen. Hier ein, verkrüppeltes Herz an euch. Nee, ohne Scheiß, wirklich danke. Es war mir wie immer eine Ehre, für dich ein Video gemacht haben zu dürfen. Bleib gesund, behalte deinen geilen Humor und vergiss niemals, Frauen, die bei einem Dirndl die Schleife links tragen, signalisieren, dass sie noch zu haben sind. Was echt super praktisch ist, denn wenn man nur feiern will und nicht flirten, dann macht man einfach die Schleife rüber und gut ist. Also zumindest in der Theorie, als ob besoffene Proleten noch auf sowas achten. Euer Zeo! Okidoki!